Wir gehen auf die evangelische Kirche in Rothberg zu. Sie ist eine der ältesten Kirchen in der Umgebung von Hermannstadt. Der einzige immer noch existierende Turm der Wehranlage wurde zum freistehenden Kirchenturm. Das Portal der Kirche führt uns einige Stufen nach unten in die kühle Kirche. Die alte Tretanlage existiert immer noch. Daher kann der Orgelwind von Fuß geschöpft werden. Zum Glück wurde auch ein Motor eingebaut. Er füllt den Balg mit Luft und lässt die Pfeifen erklingen. Ich bin Musikwart der Evangelischen Kirche AB in Rumänien. Zu meinen wichtigsten Aufgaben gehört, sich um das Schicksal unserer Orgeln zu kümmern. Diese Orgel wurde vor genau 10 Jahren dank Spenden aus der Schweiz durch die Firma Kott aus Honigberg restauriert. Sie befindet sich in sehr gutem Zustand. Es existieren immer noch Teile der viel kleineren Vorgängerorgel. Die jetzige Orgel wurde von Heinrich Maywald aus Kronstadt 1850 für die Spitalskirche erbaut und gegen Ende des 19. Jahrhunderts hierher versetzt. Sie eignet sich sehr gut für die Musik aus der Zeit der Klassik. Darum spielte ich zuerst eines der beiden Präludien durch alle Tonarten von Ludwig van Beethoven. Als zweites Stück hören Sie Variationen über ein eigenes Thema von Michael Haydn. Die Noten wurden uns aus dem Nachlass der letzten Organistin in Rothberg übergeben. Susanne Schlattner versah hier viele Jahre lang den Kantorendienst.
Nicht zuletzt wirkte sie als begnadete Ausbildnerin von zahlreichen Grundschulpädagoginnen im Fach Musik in Hermannstadt. Thank you.
30 Kilometer. Heute geben wir beiden Orten die Möglichkeit, miteinander zu telefonieren. Lassen wir jetzt auch die Stolzenburger Orgel alleine zu Wort kommen. Vor einem Jahr sah sie so aus. Leider wurde sie von Dieben geschändet. Thank you.
Berg stehen Kirche und Turm separat. In Stolzenburg steht er oben auf der imposanten Burg. Orgel und Burg erlitten das gleiche Schicksal und sind Ruinen. Doch beide sind im höchsten Grad erlebens- und erhaltenswert.